Die Aldi-Heldenschmiede sorgt für Verwirrung. Die neuen Subpreise auf Twitch werden bekannt gegeben. Anna Fuchsia wird in New World gebannt. Blizzard wird verklagt. Ein Streamer darf an einem Turnier nicht teilnehmen, weil er als Dr. Disrespect verkleidet ist. Es gibt einen neuen Urheberrechtsmanager auf Twitch und man kann neue Sub-Badges hochladen. Ich bin der Leo und das sind die News der Streaming-Welt. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Die Aldi Gaming Heldenschmiede geht nun in die zweite Runde. Aus 100 Teilnehmern wurden 20 ausgewählt, die weiterhin um den Platz auf der Twitch-Startseite und saftige Tech-Preise kämpfen. In der ersten Runde mussten 100 Teilnehmer Quests abschließen, die mit Punkten belohnt wurden. Laut Aldi kommen die 20 weiter mit den höchsten Punkten, inklusive 3 Wildcard-Gewinner. Also 3 Leute wurden von den Coaches dort ausgewählt und die mit der höchsten Punktzahl kommen weiter. Natürlich lässt sich Aldi, haben sie auch gesagt, kreative Freiheit, also es müssen nicht die mit der höchsten Punktzahl weiterkommen. Jedoch hat Aldi die Streamer unterschätzt und bei weitem mehr als 20 Teilnehmer erreichten die maximale Punktzahl von 175. Sie haben alles genauestens durchgerechnet, haben sie gesagt, und hätten niemals erwartet, dass das passiert, aber es ist passiert. Das Team von Aldi Gaming hat gesagt, ja, das erreicht eh keiner. Die Teilnehmer haben am Anfang gesagt, ja, das kann ja eh niemand erreichen. Damit hat wirklich niemand gerechnet und das hat die Situation ein bisschen überfordert. Deswegen entschied am Ende eine anonyme Jury, wer von den Max-Punktträgern weiterkommt. Aber nicht nur das. Teilnehmer beschweren sich, dass viele der Punkte, die sie erkämpft haben, nicht gezählt wurden. So gibt es Leute, die sich 175 Punkte ergattert haben, sich das selber ausgerechnet haben und am Ende noch nicht mal in der Tabelle vorkommen. Ich wäre auch ziemlich sauer, wenn ich 2 Wochen grinde und am Ende sogar ein paar Punkte nicht gezählt werden und ich vielleicht deswegen nicht weitergekommen bin. Naja, wir sind gespannt auf Runde 2. Die neuen Preise für Subs auf Twitch wurden bekannt gegeben, zumindest ein erster Teil. Bis jetzt war jeder Tier 1 Sub zum Beispiel auf der ganzen Welt ungefähr 5 Dollar wert, nur halt umgerechnet in der jeweiligen Währung. Da jedoch in jedem Land 5 Dollar anders viel wert sind, hat Twitch beschlossen, die Preise anzupassen, damit Zuschauer aus Ländern mit geringerem Einkommen sich die Subs eher leisten können. Bisher gibt es die Liste leider nur für Asia-Pacific-Länder. Hier sehen wir zum Beispiel Australien, waren vorher 9 australische Dollar, jetzt sind es 8. In China waren es 5 Dollar und jetzt sind es 3 Dollar und so weiter. Da könnt ihr euch die Liste selber anschauen, findet ihr unten in der Beschreibung. Die anderen Länder sind noch nicht bekannt gegeben, aber da wird das Ganze natürlich ähnlich aussehen. Twitch hat selber gesagt, nirgendwo werden die Preise teurer werden, wenn, dann werden sie gleich bleiben bzw. günstiger. Es wird gemunkelt, dass es in Deutschland so 4 Euro, 3,50 Euro sein werden für ein Tier 1 Sub. Nein, ihr könnt nicht mit einem VPN günstiger Subs kaufen. Das System ist gebunden an eurem Zahlungssystem, das ihr angegeben habt. Habt ihr ein deutsches Konto angegeben, zahlt ihr die deutschen Preise. Die ersten 3 Monate wird Twitch den Verlust hundertprozentig übernehmen, solltet ihr wegen den günstigeren Preisen weniger verdienen. Pausiert hier das Video, um die genauen Regelungen zu lesen. Die internationale Streamerin Anna Fuchsia wurde im neuen MMO New World gebannt. Und der Grund ist mega. Sie hat eine Kuh im Spiel gemolken und direkt kam die Nachricht, sie sei permanent gebannt von New World. Und noch besser, das Wort permanent wurde falsch geschrieben. What? It's not even spelled correctly. Natürlich handelt es sich hierbei um einen Fehler. Vielen Spielern ist das passiert und sie war wenige Minuten später wieder entbannt. Jedoch war sie dann wieder am Anfang der Warteschlange mies. Blizzard Activision wird vom Bundesstaat Kalifornien verklagt. 2 Jahre wurde das Unternehmen untersucht. Es ginge dort zu wie bei einer Studentenverbindung. Nicht nur, dass Frauen in dem Unternehmen deutlich schlechter bezahlt werden, sie seien auch schrecklichem diskriminierendem Verhalten ausgesetzt. Eine Frau soll sich sogar aufgrund der extremen Diskriminierungen das Leben genommen haben. Ich möchte hierbei nur noch anmerken, dass es sich um eine Anklage handelt. Die Sache wird untersucht und dementsprechend wird es hoffentlich Konsequenzen geben für die Verantwortlichen. Der Streamer Z-Laner fliegt aus Twitch Rivals Turnier wegen Dr. Disrespect Cosplay. Z-Laner streamt eigentlich auf Facebook, durfte aber trotzdem an dem Warzone Turnier von Twitch teilnehmen. Doch als er das Turnier als Dr. Disrespect verkleidet streamte, fand Twitch das anscheinend gar nicht lustig und bannt Z-Laner, der auch bekannterweise ein Freund vom Doc ist, vom Turnier. Inzwischen ist Z-Laner wieder bei zukünftigen Twitch Rivals Events willkommen.
Aber dieses eine Turnier musste er anscheinend wegen dem Cosplay-Fauxpas aussetzen. I really appreciate it. We had to put a little bit of respect on somebody's name, someone that we all may know, that can't really do this himself over here, but we're gonna be doing it here today for him. Dr. Disrespect wurde vor über einem Jahr gepermabannt auf Twitch. Die Gründe sind bisher immer noch nicht bekannt, aber es muss sich um eine ernste Sache handeln. Er selber hat auch Twitch deswegen verklagt. Wie das Ganze aussieht, wie da der Stand ist, ist aber auch unbekannt. Es gibt auf Twitch nun einen Urheberrechtsmanager. Solltet ihr in euren Streams urheberrechtlich geschützte Musik hören und ihr werdet dabei von den Rechtehaltern erwischt, dann muss Twitch euch einen Strike geben. Diese Strikes kann man seit neuestem einsehen im Twitch-Dashboard. Davor hat man einfach nur eine E-Mail erhalten. Ich bin braver Junge, deswegen ist das hier alles bei mir leer. Solltet ihr einen Verstoß haben, könnt ihr hier genau sehen, von wem und wofür der Strike kam. Und ihr könnt Einspruch erheben. Kommt es zu wiederholten Verstößen, kann Twitch den Account permabannen. Die Strikes verschwinden auch wieder mit der Zeit, solange der Streamer eben nicht wiederholt gegen Urheberrecht verstößt. Dies liegt aber alles im Ermessen der Plattform Twitch. Twitch führt mehr Sub-Badges ein. Affiliates konnten bisher nur maximal für ein Jahr und Partner für 10 Jahre Sub-Badges hochladen. Ab jetzt schaltet man neue Plätze frei, je nachdem wie lange man seinen Account schon hat. Ihr seht hier bei mir zum Beispiel, ich kann am 6.7.2028 das 11., also das 11-Jahre-Badge freischalten. Das dauert noch ein bisschen. Und ich bin irgendwie zu faul, alles hochzuladen. Es sind so viele. Das waren die News der letzten Woche. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren, wenn ihr up to date bleiben wollt. Und schaut mal bei mir live auf Twitch vorbei, wenn ihr vielleicht Fragen habt. Bye, bye.